So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute gemeinsam mit Markets.com am Freitag, den 3. September 2021. Gemeinsam wollen wir wieder auf die Märkte blicken, auf das heute anstehende News-Event, welches eventuell, man möchte fast sagen, hoffentlich ein bisschen Volatilität begünstigt, mal einen klareren Impuls in die eine oder andere Richtung liefert. Non-Farm Payrolls stehen heute auf der Agenda. Am Mittwoch wurden ja bereits die ADP-Zahlen veröffentlicht, die enttäuscht haben, genau wie letzten Monat auch unter der Erwartung veröffentlicht wurden, deutlich, verhältnismäßig deutlich unter der Erwartung veröffentlicht wurden. Und infolge dessen dann die Erwartungshaltung letzten Monat für die Non-Farm Payrolls eher subdued war, in Anführungsstrichen. Und dann hat es eben da entsprechend Blockbuster Jobs Report gegeben, der Taper-Spekulation irgendwie angeschoben hatte, hätte sollen. Das ist nicht wirklich, hat nicht wirklich stattgefunden, ehrlich gesprochen. Also die Volatilität dann zur Mitte des Monats, eine Woche vor Jackson Hole, die ist eben begünstigt worden durch andere Umstände vielleicht. Ausgehend vom zeitlichen Fenster könnte man vielleicht auch sagen, naja, vor einem Monat haben wir auch zur selben Zeit einen Abwärtsimpuls gesehen. Eventuell hatte das was mit dem Optionshandel zu tun an der Stelle. Irgendwelche Algos, die da in irgendeiner Form entsprechende Positionierung, Adjustierung ihrer Portfolios vornehmen, wie auch immer geartet. Also das war nicht wirklich auf die Jobs Report zurückzuführen. Vielleicht wird es diesen Monat anders. Einerseits deswegen, weil eben die ADP-Zahlen jetzt enttäuscht haben, vielleicht auch die NFPs enttäuschen. Andererseits auch deswegen, weil wir nach dem Symposium in Jackson Hole natürlich letzte Woche eben entsprechend eine klare Richtung vorgegeben gesehen haben eigentlich und relativ deutliche Kommunikation seitens Jay Powell bzw. seitens der Fed, der Fokus auf den Arbeitsmarkt. Deswegen könnte das durchaus interessant werden tatsächlich heute. Allerdings, und dann kommt nämlich das nächste kleine Problem in Anführungsstrichen, wir sollten nicht zu erwartungsfroh in dieses Event gehen, denn wir haben am Montag Labor Day. Da sind US-Equities nicht tradebar. Im übertragenen Sinne verlängertes Wochenende in den USA könnte also dazu führen, dass wir hier eine deutliche Überraschung entweder auf der Ober- und Unterseite benötigten, um wirklich einen Impuls dann nach sich zu ziehen. Andernfalls die Chance gegeben ist, dass es ein potenzielles Non-Event wird. Ja, das ist das, womit wir uns heute dann im Kern beschäftigen wollen. Wir werden natürlich die davon betroffenen Märkte natürlich näher beleuchten, auch ein mögliches Szenario skizzieren, was dann danach stattfinden kann. Blick auf Gold werfen, Blick auf Bitcoin werfen in dem Zusammenhang. Wir werden einen Blick werfen, auch dann vielleicht, nee, werden wir wahrscheinlich nicht. Wir werden keinen Blick werfen auf Equities, weil so spektakulär haben die sich nicht dargestellt. Wirtschaftsdatenkalender ist verhältnismäßig ruhig, aber wir haben auf jeden Fall mit den Non-Farm Payrolls alleine ausgehend hiervon ausreichend Futter eben, mit dem wir uns beschäftigen können. Bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick hier auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung einher, mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich bitte klar, dass man sich für den Handel eventuell nicht eignet. Sollte man sich eignen, beginne man gerne mit einem Demokonto, kann man sich kostenfrei runterladen auf markets.com/de. Dort findet man auch den vollständigen Risikohinweis und auch Informationen natürlich zur vollständigen Produktpalette. Da sind wir nicht nur im CFD-FX-Bereich unterwegs, sondern auch im physischen Aktienbereich, auch in diesem Zusammenhang im ETF-Bereich zum Beispiel für den einen oder anderen, der da diesbezüglich Interesse hat. Weitere Informationen zu markets.com, wie gesagt, nicht nur auf der Webseite, schickt auch gerne eine E-Mail an Elena zum Beispiel. Wenn ihr Fragen rund um die Märkte habt, kontaktiert gerne mich. Sei es, wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt über YouTube anschaut, hier unterhalb dieses Videos gleich mit einer Frage, sei es per E-Mail, sei es über Twitter oder sei es auch über meine Webseite jk-trading.com und dort dann eben den Forumsbereich. Ja, das wäre es einleitend gewesen tatsächlich. Wir switchen dann einmal hier rüber in die Markets X Handelsplattform. Heute habe ich mir überlegt, möchte ich gerne beginnen zunächst mit einem Blogartikel, den jetzt der im Rahmen der Was macht einen erfolgreichen Trader aus Serie eingelaufen ist. Letzte Woche hatten wir den ersten Artikel in diesem Zusammenhang und heute ist Nummer 2 eingelaufen, wie bereits im Artikel letzte Woche angekündigt. Thema tatsächlich Hauptfokus hier, Growth Mindset und was das ist. Den Link dazu, den findet man einmal hier in der Chatbox jetzt, einen Augenblick, klickt da mal ganz kurz hier auf Zack, veröffentlichen und gerne als Lektüre, wie gesagt, wir haben jetzt einen verhältnismäßig ruhigen, in Anführungsstrichen, Wochenausklang beziehungsweise auch ruhigen Wochenstart. Das ist eine gute Zeit, um dann einfach mal so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Einfach hier und da bietet sich eventuell der Blogartikel als Einstieg an und dann darüber hinausgehend eben weiteres Studium, eben dann trading-psychologische Aspekte an dieser Stelle. Was ich auch machen will vielleicht. Das sollte ich der Vorsicht halber tun. Wie gesagt, es ist jetzt nur am Montag
oder Dienstag, glaube ich, war es auch, gab es plötzlich einen Abbruch des Livestreams, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer, dass plötzlich eben nach einer halben Stunde YouTube nicht weiter gestreamt hat, aber bei Twitch ist alles weitergelaufen. Ich will ganz kurz an dieser Stelle auch hier einmal den Twitch-Kanal teilen. Für alle die da jetzt bei YouTube zuschauen. Also sollte das hier auf YouTube jetzt gleich enden, dann switcht rüber zu Twitch, da wird das auf jeden Fall weiter gestreamt. Also ich nutze hier eine externe Software, die das auf beide Kanäle eben entsprechend verteilt und demnach sind die Inhalte identisch. Also das noch zusätzlich als Link und ja, das also in Bezug auf alles Organisatorische bzw. Lektüre. Jetzt blicken wir ganz kurz hier auf den DAX. Ob es überhaupt lohnt, auf den DAX zu blicken, muss man natürlich an der Stelle auch schon mal sagen, weil ehrlich gesprochen ist das ein ziemlich tristes, ziemlich unspektakuläres, ziemlich undankbares Treiben. Der Handel hier, so wie sich aktuell darstellt, er kommt jetzt wenig überraschend, wie gesagt, vor dem Hintergrund dessen, was ich gerade einleitend geschildert habe. Wir haben Arbeitsmarktbericht, Non-Farm Payrolls begünstigen sowieso ein eher volatiles Umfeld. Bis zu dem Release. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit sind die Arbeitsmarktzahlen so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, waren jetzt nicht wirklich aussagekräftig in irgendeiner Form. Das kocht, keimt jetzt potenziell wieder auf durch eben die entsprechende Äußerungen in Jackson Hole. Martin schreibt es gerade, ich sehe es gerade hier gleich in der Chatbox, heute wird bis 14:30 nichts passieren und dann ist überhaupt nicht klar, wo der Markt sich hinbewegen wird, ob der sich überhaupt bewegen wird. Das würde ich noch hinterschreiben. Es ist wirklich so, dass wir, wie gesagt, hier aktuell sehr, sehr undankbares Zeitfenster eben vorfinden. Wie gesagt, es gibt einige Möglichkeiten natürlich. Da muss man allerdings auch so ein bisschen die Frage stellen an dieser Stelle oder da sollte man sich kritisch dann hinterfragen, in meinem Fall, ob da nicht eher die Hoffnung Vater des Gedanken ist. Nämlich, dass wir in diesem Zusammenhang hier einfach ein Umfeld jetzt vorfinden, welches so ein bisschen den Anschein erweckt, die Ruhe vor dem Sturm vielleicht zu sein. Dass wir da wirklich zeitnah eben einen scharfen Push in irgendeiner Form zu sehen bekommen. Was ich interessant finde, in dieser Konstellation mit Sicherheit der Umstand, jetzt ist der Monat im August abgeschlossen, in Anführungsstrichen, also jetzt schon am Mittwoch hatten wir schon den 1. September, aber wir haben im Monat August tatsächlich, da habe ich leider jetzt nicht zu vorbereitet, aber ich erinnere mich gerade daran, dass ich da eine sehr, sehr schöne Grafik gesehen habe. Kurz einen Augenblick, guck mal eben, wie machen wir es am besten? Machen wir eben hier Twitter auf und dann suchen wir einmal Ryan Detrick. Der ist ja mal sehr schön statistisch aufbereitet. So. Und dann scrollen wir mal ganz kurz ein bisschen nach unten. Number of months per year to make a new high. Ein Augenblick. Das war es nicht. Das war schon die Betrachtung von gestern. So, jetzt bin ich gerade überrascht, hier diese Grafik nicht zu finden. Ja, man muss natürlich aufpassen. Also man kann jetzt diverse Betrachtungen machen. Das wäre zum Beispiel eine Überlegung. Es ist nicht nur die Performance, die wir jetzt im August gesehen haben, mit so vielen Allzeithochs, wie das letztmalig markiert worden sind. Das mache ich dann halt mündlich. Das findet man auch innerhalb der Tweet-Serie hier von ihm. Die meisten Allzeithochs innerhalb eines Monats, die markiert worden sind, seit Januar 2018. Wir erinnern uns dran. 2018, dann im Februar gab es dieses Wolmageddon, da gab es eben den massiven Anstieg in der Volatilität. Das, was derzeit da sich dahingehend ganz dramatisch unterscheidet ist, dass am damaligen Zeitpunkt die Volatilität auf Rekordtiefstständen war. Auch das kann ich ganz kurz mal grafisch hier aufzeigen. Wir gehen mal kurz auf Barchart und gucken uns hier den Commitment of Traders Report an. Hier einmal über den Futures Tab. Also alle Links, die ich jetzt übrigens hier nutze und anlaufe, die findet man dann am Anschluss in der Chatbox unterhalb des Videos. Da stelle ich die dann immer entsprechend ein, damit man sich das alles nochmal selber auch anschauen kann an dieser Stelle. Und bop, 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 kurz einen Augenblick, wo haben wir denn? Hier ist der VIX, das ist der Volatilitätsindex auf den S&P. Und wir müssen noch offensichtlich ein bisschen weiter zurückgehen. Das reicht nicht aus hier für 3 Jahre, sondern wir müssen dort in diesen Bereich gehen. Anfang 2018. Das ist natürlich volatilitätstechnisch hier. Das sieht verhältnismäßig gering aus im Vergleich zu dem, was wir hier gesehen haben mit Covid, Lockdown und dergleichen im März 2020. Aber prozentual betrachtet war das tatsächlich Intraday der höchste Anstieg der Volatilität, der jemals gemessen worden ist. Der ist dann relativ zügig wieder abverkauft worden. Aber dieser Spike, den wir hier zu sehen bekommen haben auf Intraday-Basis, der ist einzigartig in der Historie, resultierte natürlich an erster Stelle hier. Und dazu ist es notwendig, dass wir uns natürlich erstmal das vorherige Umfeld
anschauen, beziehungsweise hier auch diese grünfarbene Linie betrachten. Das sieht im ersten Moment ein bisschen pathologisch aus, aber wenn man weiß, wo man hinschauen kann, sollte, dann sieht man den ganz entscheidenden dramatischen Unterschied, weswegen das nur gerne jetzt ins Feld geführt wird, um dieses die Ruhe vor dem Sturm, diesen Gedanken eben hier zu untermauern. Aber wie gesagt, die Marktbedingungen, die gilt es natürlich entsprechend auch einzuordnen und in Relation zu setzen. Und die waren damals ganz anders. Wir haben damals ein so ruhiges Marktumfeld gehabt, dass wir hier über den gesamten Zeitraum des Jahres 2017 eigentlich, man kann das ja hier entsprechend sehen, dass wir in einer Range mehr oder minder von 10 bis 15 Punkten im VIX notiert haben. Also wir stehen aktuell hier, man kann es sehen, für den September-Kontrakt, also an der Stelle bei 17,96 Punkten. Nicht annualisierte, sondern der Continuous Contract, den man zum Beispiel dann im CFD sehen kann, beziehungsweise der hier beispielsweise abgebildet wird, das kann man sehen, der liegt bei 16 Punkten. Also das heißt, es wird auch für die Zukunft eher eine niedrige Volatilität hier erwartet, aber kurzzeitig leichte Spikes offensichtlich eingepreist, wenn man sich das vom Terminmarkt eben hier betrachtet, das aktuelle Bild. Aber nochmal, die Indexstände, die wir aktuell zu sehen bekommen, die sind nicht vergleichbar mit jenen, die wir gesehen haben. Also wir haben hier über ein Jahr in diesen Gefilden notiert damals, zwischen 10 bis 15 Punkte. Und dann haben infolgedessen haben die Spekulationen am Terminmarkt in derart absurdes Niveau angenommen, dass es im Grunde genommen im übertragenen Sinne fast schon eine Gelddruckmaschine war, Volatilität zu verkaufen, Strategien zu fahren, die Volatilität verkaufen an dieser Stelle und eben dann darauf zu wetten, dass diese auch entsprechend niedrig bleibt. Und diese Extremstände hier, ausgehend aus sentimenttechnischer Perspektive, die sind natürlich nochmal erreicht worden. Hier, das war Ende 2019 tatsächlich, was überraschend war, ehrlich gesagt, weil wir hatten damals eigentlich schon in diesem Zeitfenster, so ab Oktober, November, erste Anzeichen, dass dort potenziell ein Virus eventuell ein Thema werden könnte. Stichwort eben erste Meldung aus Wuhan, die wurden komplett ignoriert im Großen und Ganzen und dann kam eben das böse Erwachen ab der zweiten Hälfte im Februar, als es dann plötzlich ein Thema wurde. Aber nochmal, wir haben damals eben ein Umfeld gehabt, in dem die Vola aggressiv verkauft wurde über ein langes, langes Zeitfenster. Wir haben Rekord-Netto-Short-Positionierung damals in der Volatilität gehabt, die sich dann schlagartig innerhalb eines Tages aufgelöst haben oder innerhalb weniger Tage. Also die Schwankungen haben dann deutlich zugenommen. Und das, was eben interessant ist, ist, dass damals innerhalb dieses niedrig volatilen Umfelds eben dann der S&P so viele Allzeithochs oder beziehungsweise neue Hochs innerhalb eines Monats markiert hat, wie noch nie zuvor in der Historie. Und das letzte Mal, dass wir solch einen Run gesehen haben, wie jetzt, war eben im Januar 2018, aber nochmal, es war ein anderes Umfeld, ausgehend von eben der Positionierung der Marktteilnehmer. Deswegen ist da ein bisschen Vorsicht angebracht an dieser Stelle. Jetzt sieht man natürlich hier einen Balken, der herausragt, 1987, was ist da passiert? Na, da war der schwarze Montag offensichtlich. Was hier an dieser Stelle aufgelistet ist, sind die Jahre, wenn wir Ende August 20% und mehr Year-to-Date-Performance im S&P gesehen haben. Das kann man hier sehen. Also das heißt, was kam dann anschließend? 6 von 7 Malen haben wir höher geschlossen für das Jahr. Also haben nochmal Aufschläge gesehen. Das bedeutet also, lange Rede, kurzer Sinn, da gehen wir jetzt mal hier auf den S&P, dass dieser, wenn auch sehr stark überdehnte Modus hier aus dieser Perspektive betrachtet, eher weiter anhalten dürfte. Und das gilt ganz besonders eben, sollte in diesem Zusammenhang die Fed eine Rhetorik wählen, die dann doch kein Taper zum Thema macht. Also wir haben das schon letzte Woche sehr deutlich gesehen, wie der Markt darauf reagiert hat. Hier einmal, wie gesagt, die Stundenbetrachtung. Dann können wir mal hier ganz kurz gucken. Letzte Woche am Freitag, als sich abzeichnete, dass keinerlei Taper, das war die Sorge, die sich ja auf breiter Front etabliert hatte und die wir auch schon zum Thema gemacht hatten, dass Jackson Hole da eventuell der Vola-Begünstiger sein könnte. Als sich abzeichnete, dass diese Vola nicht in den Markt kommt, dass dieser Taper sich nicht abzeichnet, haben wir sofort mit neuen Allzeithochs eben hier reagiert und haben diese Aufwärtssequenz auch seitdem fortgeschrieben, wenn auch natürlich jetzt in einem sehr volatilen Umfeld. Aber sollte eben sich dann auch auf der Notenbank-Sitzung am 22. September diese Rhetorik nochmal bestätigt sehen und sollte da eben keinerlei Anzeichen in irgendeiner Form einer Reduktion der Anleiheaufkäufe thematisiert werden, dann ist davon auszugehen, dass eben diese Statistik hier an dieser Stelle, die da ausgearbeitet wurde von Ryan Dettrick, dass diese ebenfalls auch im achten Jahr
dann an der Stelle eben sich entsprechend positiv zeigt und dass wir eher nochmal weitere Aufschläge dann in Equities erwarten sollten. Das gilt übrigens aber auch, das ist natürlich wichtig noch da hinzuzufügen, selbst wenn es jetzt mal kurzzeitig ein kleines Einknicken gibt im Markt, also wenn es mal einen kurzen Anflug von Unsicherheit, Volatilität, Taper-Spekulation oder sonst dergleichen gibt, würde das natürlich an der Stelle nicht ausschließen, dass wir dennoch dann nach diesem kurzen Dip eben sofort wieder Käufer in den Markt steppen sehen, infolge eben dieser Unmenge an Liquidität, die derzeit verfügbar sind und diesen Dip als Opportunity, als Möglichkeit nutzen, sich Chance-Risiko-Verhältnis technisch günstiger dann entsprechend zu positionieren. Das wäre der Fall allerspätestens eigentlich, wenn wir hier in diese Gefilde laufen würden derzeit, so stellt sich das jedenfalls dar, in diesen Bereich hier laufen würden, um eben 4.200, 250 Punkte. Das wäre aus den aktuellen Gefilden noch nicht mal eine Korrektur übrigens von 10%, aber sie würde zumindest schon mal die 5% Hürde überspringen, auf die wir jetzt seit 200 Tagen roundabout warten, dass es eben entsprechend zu einer Korrektur kommt. So, das also jetzt ganz kurz, um das Bild insgesamt einzuordnen. Heute potenziell das Zünglein an der Waage an dieser Stelle, welches solch eine Volatilität begünstigen könnte, ist eben der Arbeitsmarktbericht aus den USA. Wir gehen ganz kurz in dem Zusammenhang hier einmal auf Trading Economics. Ich habe jetzt hier ganz bewusst die Unemployment Rate rausgeholt, also die Arbeitslosenquote, nicht den Datensatz selber. Das wäre dieser hier, das sind die neu geschaffenen Stellen ex Agrar. Wird erwartet bei 750.000 neu geschaffenen Stellen ex Agrar. Wir haben schon im letzten Monat gesehen, das war eine verhältnismäßig hohe Erwartungshaltung, da gehen wir zurück zum ADP, die auch keinerlei Anpassung in irgendeiner Form gesehen hat. Ich muss mal ganz kurz was überlegen. Einen Augenblick. Mir fällt gerade ein, ich könnte mal hier kurz gucken. Das ist cool. Es gibt nämlich jemanden bei Twitter, dem immer wieder in die Timeline läuft. Also tatsächlich nur eigentlich einmal im Monat, weil sonst interessieren mich seine Tweets jetzt nicht so. Anthony Barton hier an dieser Stelle ist ein Fixed Income, was haben wir da? Ist ein Fixed Income Specialist beim Newsportal offensichtlich. Was der hier macht, ist, dass der die sogenannten Primary Dealer nimmt, das heißt die Primärhändler, und dass er sich dann diese NFP-Guesses anschaut. Wenn man jetzt an dieser Stelle diese NFP-Guesses hier, also der großen Tier-1-Banken, Investmentbanken und dergleichen, UBS, Amherst, Pierpoint, zum Beispiel, das ist nicht so bekannt, aber dann Citi sicherlich, Credit Suisse, BNP Paribas, Daiwa, Deutsche Bank und so weiter, Who is Who, der Investmentbank Giganten, Morgan Stanley, JP Morgan und so weiter und so fort. Wenn man diese aufarbeitet, dann landet man eben bei einem Median und dieser Median, also das heißt die Erwartungshaltung dieser Investmentbanken dann entsprechend der Mittelwert an dieser Stelle grob gesprochen, beziehungsweise der Median, der ergibt dann eben hier die entsprechende Erwartungshaltung in Bezug auf die, wo haben wir sie jetzt hier? Non-Farm Payrolls, den Print, den man dann hier sieht. Also eventuell fragt sich der eine oder andere, wo kommt eigentlich diese Zahl her? Relativ einfach. Also das heißt hier, wir haben einfach Investmentbanken, die ihre Guesses, ausgehend von entsprechenden Analystenbetrachtungen, Research, wie das, was die auch immer betreiben, eben abgeben, dann wird eben ein Mittelwert oder Median an der Stelle abgebildet und dann haben wir eben entsprechend einen Print, der dann entsprechend diesem Konsens entspricht. Das ist das, was die Street erwartet. Das sind natürlich Unmengen an Kapital, die hier auch entsprechend verwaltet werden natürlich. Das bedeutet, sollte es dann zu einer deutlichen Abweichung von dieser Erwartungshaltung hier im Mittel kommen, dann haben wir natürlich an dieser Stelle eine Spekulation, die einsetzt, dass jetzt hier entsprechende Anpassungen hinsichtlich der Portfolios stattfinden müssen. Und also das ganz kurz, wo diese Zahlen herkommt. Den Tweet, wie gesagt, stelle ich auch unterhalb dieses Videos dann ein. Was wir auf jeden Fall jetzt hier sehen, ist, dass die Erwartungshaltung verhältnismäßig hoch ist und dass es auch keinerlei Anpassung in irgendeiner Form gegeben hat. Also diese 57.000, die hatten wir auch schon vor den ADP-Zahlen. Normalerweise gibt es dann nochmal potenziell leichte Verschiebung eben innerhalb dieses Spektrums. Allerdings die ADP-Zahlen, wie gesagt, haben nicht dazu geführt, auch im letzten Monat nicht, dass es da zu großen Anpassungen eben tatsächlich kam. Die konnten dann übertroffen werden. Sollten sie auch diesmal übertroffen werden, ist eher davon auszugehen allerdings, dass eben die Unemployment Rate eine Rolle spielt, also die Arbeitslosenquote an dieser Stelle, die erstaunlich niedrig erwartet wird mit 5,2%.
Das ist deswegen erstaunlich niedrig, weil wenn wir uns das mal anschauen, dann sehen wir, dass das Niveaus sind, die sich wieder deutlich in Gefilde bis hier 2017 eigentlich dann beginnen zu bewegen. 2016 in diese Region. Wir sind noch nicht auf den Pre-Covid-Leveln in diesem Zusammenhang, aber wir sehen deutlich eine weitere Abnahme und die sollte sich, persönlich denke ich das jedenfalls, sollte sich das eigentlich nochmal beschleunigen, ausgehend von den Entwicklungen, die wir jetzt eben hier im Arbeitsbereich, generell im Arbeitsmarkt in den USA sehen. Wir hatten ja die Frage, die aufkam in diesem Kontext, ob es überhaupt noch Sinn macht, besonders in den Low-Wage-Jobs tatsächlich sich in irgendeiner Form zu positionieren oder einen Job zu suchen, weil wir eigentlich für das Zuhause bleiben seitens des US-amerikanischen Staats bzw. Regierung durch diese fiskalpolitischen Stimuli, die sogenannten Stimulus-Checks, mehr Geld bekommen als Arbeiter, als wenn wir eben zurück in den Job eben tatsächlich gehen. Jetzt wurden Unmengen an Jobs geschaffen, da gab es diverse Job-Offers oder Job-Vacancies, glaube ich, kann man das hier sehen. Ja, da kann man das erkennen. Also da gibt es auch eine entsprechende Aufbereitung und wir sehen, das sind, ich weiß gar nicht, sind das Rekordstände? Ja. Also hier gibt es wirklich unfassbar viele Jobvakanzen an dieser Stelle, also freie Stellen, die zur Verfügung stehen und die natürlich dann auch potenziell nachgefragt werden, sofern dieser fiskalpolitische Stimulus bzw. diese Stimmis einfach wegfallen. Und desto mehr Leute natürlich jetzt zurück in die Arbeit gehen, desto eher ist natürlich dann in diesem Zusammenhang damit zu rechnen, dass diese Unemployment Rate weiter fällt. Und desto eher natürlich ist auch davon auszugehen, dass ein geldpolitischer Stimulus seitens der Fed nicht mehr in dem Umfang nötig wird bzw. sich eher reduzierend präsentiert. Zumindest ausgehend von dem, was man eben entsprechend kommuniziert gesehen hat in Jackson Hole. Sprich, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir jetzt hier einen Print zu sehen bekommen, der, ich denke, auch wenn der Konsens bei 5,2% Arbeitslosenquote für heute liegt, wenn der um 5% vielleicht sogar drunter veröffentlicht wird, 4,9%, dann wäre das durchaus etwas, was in der Lage wäre, in den kommenden Tagen, nicht zwangsläufig heute, aber vielleicht, wenn das dann begonnen wird, so ein bisschen zu verarbeiten, dass das durchaus in der Lage ist, eben dazu beizutragen, dass diese Taper-Spekulation beginnt, wieder Fahrt aufzunehmen und dass man dann in diesem Zusammenhang eben vielleicht vorwegnehmend, dass es in irgendeiner Form eine Kommunikation, Andeutung oder sonst dergleichen, also wie gesagt, wir werden nicht zu sehen bekommen auf dem Event am 22. September, dass die Fed hergeht und sagt, wir reduzieren jetzt von unserer Anleiheaufkäufe von 120 Milliarden aktuell im Monat auf 50 oder auf 0. Wir fahren komplett runter, wir brauchen das gar nicht mehr, weil wir sind wieder auf den Pre-Covid-Leveln. Das passiert schon allein deswegen nicht, weil es auch die entsprechende Kommunikation von Jay Powell innerhalb dieses auf dem Symposium war und auch innerhalb dieses Statements. Aber nichtsdestotrotz, es reicht schon vielleicht nur die Andeutung, dass es eine entsprechende Reduktion gibt, wo wir dann wissen, dass es entsprechend eben, ja, dass es eine direkte Korrelation gibt. Ich muss jetzt mal ganz kurz überlegen, auch da, ich gehe mal kurz in dem Zusammenhang einmal aufs Forum, nee. Ich mache mal kurz was anderes. Ich gucke mal ganz kurz, dass ich den Tab hier finde. Ich weiß gar nicht, ob ich vielleicht, weil ich zwecks Übersicht das Forum immer so ein bisschen aufräume. Ich überlege jetzt mal kurz. Der Bond Trader hatte dazu nämlich eine Grafik eingestellt. Ich habe sie gleich gefunden. Das ist ja sehr schön. Alles ist ja sehr schön. Einen Moment. Bildadresse kopieren. So, stellen wir die mal ganz kurz hier an. Und die ziehen wir mal eben hier rüber. Also, ich hatte die schon mal gezeigt gehabt. Am Mittwoch, glaube ich. Und zwar Bank of America, Merrill Lynch, Global Investment Strategy und Bloomberg haben mal hier eine Grafik oder anhand dieser Daten, die von diesen beiden Quellen zur Verfügung gestellt werden, haben wir einfach mal zwei Charts übereinander gelegt. Nämlich einmal die Central Bank Liquidity, das heißt also die Liquidität der Notenbanken, die zur Verfügung gestellt wird und parallel dazu die Marktkapitalisierung eben des Big Tech-Bereichs. Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix. Tesla ist da auch mit eingeführt worden, wahrscheinlich ausgehend vom Umstand, dass es sich einfach derzeit um einen sehr, sehr heißen Titel handelt. Und ja, was diese Liquidität oder was diese Grafik hier abbildet, ist besonders auch im Hinblick auf das, was hier sich vielleicht beginnt zu zeigen. Es ist eine in der Form so aggressiv,
glaube ich, noch nie aufgetretene Divergenz ausmachbar. Nämlich, dass der Tech-Bereich einfach im Hinblick auf die Erwartung weiterer Liquiditätsspritzen seitens der Notenbanken und entsprechender Wachstumsaussichten, denn Wachstumsunternehmen ganz besonders, beziehungsweise im Tech-Bereich, das sind jetzt nicht die klassischen Wachstumstitel, mit Ausnahme von Tesla an dieser Stelle, das ist aber nichtsdestotrotz ein Bereich, der entsprechendes Wachstum oder weiteres Wachstum natürlich aus dem Umstand zieht, dass mehr Liquidität zur Verfügung gestellt wird. Und was wir hier erkennen können, ist eben, dass diese Performance in dieser Darstellung, so wie wir sie zu sehen bekommen, schon relativ weit vorangeschritten scheint. Also sehr, sehr viel Wachstum eingepreist ist. Das bedeutet ja anders gesprochen, schon eine marginale Reduktion dieser Anleiheaufkäufe. Nur das Andeuten eventuell, dass es früher oder später zu einer Reduktion kommen könnte, also Oktober, November vielleicht, infolge eben eines anziehenden Inflationsdrucks und einer sich aufhellenden konjunkturellen Situation, weil der Arbeitsmarkt hier zum Beispiel dann auch genau diese Rückschlüsse zulässt, dass sich die Konjunktur beginnt aufzuhellen post-Corona. All das in Kombination würde dann eben dazu beitragen, dass es zu einem Pull-in kommt, eben auch weil, und dann sind wir nämlich hier aus dieser Grafik bei einer anderen Grafik, die hatten wir auch schon zum Thema gemacht, eben weil dieser Fangman-Komplex mittlerweile bedrohlich ist das falsche Wort, aber eine unglaubliche Größe angenommen hat. Wir sind jetzt bei 10 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung dieses Fangman-Kartells, also dieser 7 Tech-Giganten an dieser Stelle. Da ist Tesla nicht drin, da ist dann dafür Nvidia entsprechend drin, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, das Fangman-Kartell an dieser Stelle. Über 10 Billionen Marktkapitalisierung, ein unglaubliches Gewicht, auch in breiten Aktienindizes, wie zum Beispiel im S&P 500 an dieser Stelle, bedeutet also etwas anders formuliert, sobald es hier zu einer Reduktion der Anleiheaufkäufe käme oder einer Andeutung, könnte es sein, dass sich diese zwei Linien in Anführungsstrichen beginnen, wieder so ein bisschen anzunähern, beziehungsweise hier dann man vielleicht realisiert, dass hier eher vielleicht etwas wie ahead of ourselves gelaufen sind. Also sehr, sehr viel Wachstum eingepreist sind infolge eines niemals endenden, unendlichen Liquiditätsstroms seitens der Notenbanken. Und genau das könnte dann eben diese schärfere Korrektur auf den Weg bringen. Nochmal, das ist nicht zwangsläufig gesagt, dass das heute passiert, aber es ist etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte. Und sollte sich das beginnen innerhalb der nächsten Tage infolge eines heute starken Arbeitsmarktberichts eben tatsächlich zeigen. Also selbst wenn wir heute ein neues Event haben und keine Wohler, sollte man diese Entwicklung hier im Hinterkopf behalten und eben auf der Hut sein, in Anführungsstrichen. Da kommen wir nämlich jetzt dann auch mal zur Überlegung, welche Rückschlüsse sich aus tradingtechnischer Perspektive daraus ziehen ließen. Also, heute oben 5-Minuten-Chart eher choppy seitwärts, unspektakulär. Aber sobald wir, und das sieht man hier auf der Stunde dann schon ein bisschen besser, sobald wir unter meine Inflection rutschen, das ist diese blau gestrichelte Linie bei 15.800, beziehungsweise unterhalb vielleicht von 15.77 fallen und darunter schließen, ist mindestens ein Test hier dieser Region um 15.600, 650 Punkte zu erwarten. Und hier gilt es dann aufmerksam zu werden. Ich ziehe den Chart mal ein bisschen auseinander. Wir können ja hier schon erkennen, dass das ein verhältnismäßig eigentlich sehr, sehr volatiles Treiben ist. Ein Unterschreiten dieses 15.600er Levels könnte dann zügig weiteren Abgabedruck nach sich ziehen. Erstes Ziel 450, das wäre noch relativ harmlos. Was viel, viel interessanter anmutet, ist dann, wenn wir unter dieses Level hier rutschen würden, vielleicht sogar die 400, 450er Region, dann wäre nämlich der nächste potenzielle Halt erst im Bereich um 15.000 Punkte auszumachen. Der ist dann allerdings sehr signifikant und da würde dann auch wirklich die Frage aufkommen an dieser Stelle, kann er verteidigt werden oder nicht. Andernfalls drohte ein Ausverkauf. Ich glaube, er kann gehalten werden und wie ich zu diesem Schluss komme, das offenbart uns das Verfallstagsdiagramm. Und zwar sehen wir hier in Rot die Balken, die das sogenannte Short Open Interest hier auf geschriebene Puts eben ausbilden. Und wir sehen hier eine sehr, sehr starke Erhebung in diesem Bereich um 15.000. Natürlich begünstigt durch den Umstand, dass es sich um ein rundes Level handelt, aber es ist eben auch mit Sicherheit einer der ein Grund ist darin zu finden, weil es eben ein signifikantes Tief ist, nämlich hier ausgehend von diesem schärferen Push auf der Unterseite im Juli, am 19. Juli tatsächlich. Und diese Entwicklung, also diese 15.000er-Marke, die
könnte tatsächlich in den Mittelpunkt des Geschehens rücken, sollte eine solche Spekulation einsetzen, sollte dann auch die Saisonalität beginnen, eine Rolle zu spielen, getriggert, wie gesagt, eventuell durch einen guten Arbeitsmarktbericht heute, durch Abgabedruck im S&P 500 und dergleichen, also ein stärkerer Push auf der Unterseite, Stichwort Taper-Spekulation, dann könnte in diesem Zusammenhang ein Push im DAX bis in Richtung der 15.000er-Gefilde durchaus denkbar werden. Da wird es dann allerdings gleich auch wieder interessant, sollte dieser Bereich nämlich gehalten werden, sollte dieser Drop, den wir dann hier erwarten können, korrespondieren, mit zeitgleich auch einem Push auf der Unterseite dann im S&P, der uns aus diesem Aufwärtstrendkanal führt, aber in Richtung der 4250er-Region eben, dann könnte das im DAX, dieser Flush in Richtung 15.000, vielleicht eine interessante Region sein, chancen-risiko-verhältnistechnisch sich für eine Jahresendrally long zu positionieren. Ganz besonders dann sollte auch hier entsprechend der S&P gegen diesen Bereich wieder aufdrehen. Denn ich gehe davon aus, dass relativ zügig wahrscheinlich schon wieder Spekulationen aufkeimten, sollte es zu solch einem kurzen Dip-Szenario kommen, dass natürlich sofort die Frage aufgeworfen werden wird, wie weit lässt die Fed es hier eigentlich zu, dass der Markt jetzt unter Druck gerät. Das heißt, wie weit will man hier jetzt eigentlich provozieren, den Markt mal ganz kurz so ein bisschen durchzuschütteln. Das hat eventuell auch, da sind wir relativ zügig, auch wenn es spekulativ ist, aber ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Da sind wir auch in den USA ganz besonders natürlich bei Überlegungen, die auch im derzeitigen Umfeld natürlich sofort wahrscheinlich hinter den Kulissen politische Kräfte eventuell sogar aktivieren würden. Ich habe die Situation dort nicht weiter groß verfolgt. Also ich bin in diesem Zusammenhang jetzt wirklich so ein bisschen fast schon abgeschnitten von dem Bestrahlen der Mainstream-Medien mit irgendwelchen Informationen aus politischer Perspektive. Bei Donald Trump war es wenigstens noch so, da konntest du über Twitter in Anführungsstrichen, konntest du dem gar nicht entziehen, weil er dich da auch Bescheid hat mit seinen Tweets entsprechend. Aber es ist zumindest mal so, dass die Entwicklung, die wir hier in Afghanistan sehen und der Druck, der auch auf die Biden-Administration jetzt gefühlt wächst eben, auch die gesellschaftlichen Spannungen, die sich da beginnen aufzutun, auch die sehr restriktive Haltung, restriktiv ist sicherlich das falsche Wort, das ist aber nicht wie politisch korrekt, weil das ausdrücken sollte, Zensur, ja, es ist Zensur, die stattfindet. Also zum Beispiel gefallene US-Soldaten jetzt im Zusammenhang mit diesem überraschenden, so schnell stattgefundenen Abzug eben aus Afghanistan der US-Truppen an dieser Stelle, dass da auch natürlich dann betroffene Familien, Angehörige von gefallenen Soldaten an der Stelle beispielsweise ihrem Unmut über soziale Medien freien Lauf gelassen haben, dann allerdings zensiert worden sind. Also das heißt, das wurde dann auch entsprechend ausgehend von der Kritik an der Regierung in den USA rausgenommen. Wie auch immer das stattgefunden hat, also ich habe das nicht näher verfolgt oder dergleichen, aber es bauen sich gefühlt irgendwie Spannungen auf. Und weswegen ich das jetzt im Hinblick hier auf den Verlauf im S&P zum Thema mache, wir haben natürlich hier eine unglaubliche Abhängigkeit, gerade auch der US-Bevölkerung an dieser Stelle, von diesen zum Beispiel 401ks. Also das heißt, das ist ja eine kapitalmarktgedeckte Altersvorsorge und das Schlimmste, was du jetzt hast, dann im aktuellen Szenario, ist nicht nur diese Spannung und auch die Spaltung der Gesellschaft, die sich infolge der Politik nicht nur dort aufbaut, sondern auch hierzulande beispielsweise durch eben diese Spaltung der Gesellschaft, geimpft, nicht geimpft und dergleichen, die ganzen Diskussionen, die darum eben entsprechend losgetreten werden, dass diese Situation aktuell noch nicht wirklich dramatischer eskaliert ist, lässt sich mit Sicherheit auch darauf zurückführen, dass bis jetzt noch keine wirklich konkreten wirtschaftlichen Konsequenzen in der breiten Bevölkerung ausgemacht werden können. Also ein Inflationsdruck, der wird mit Sicherheit schon den einen oder anderen, ich nenne ihn jetzt mal Geringverdiener oder Geringverdienenden an dieser Stelle sicherlich aufbringen in irgendeiner Form, aber es ist eben auch nicht in der breiten Gesellschaft eben tatsächlich angekommen. In dem Moment aber, wo eben hier entsprechend ein scharfer Drop in Equities sich dann abzeichnet, würde das eben breitere Gesellschaftsschichten eben tatsächlich treffen und das könnte dann eben relativ zügig politischen Druck auch auf die Fed vielleicht hinter den Kulissen jedenfalls nach sich ziehen, dass es dann entsprechend zu Interventionen relativ zügig schon kommt, um das in Anführungsstrichen fast nicht zum Überlaufen zu bringen. Das ist natürlich auch ein rein spekulativer Gedanke, aber eine, den wir berücksichtigen sollten, wenn sich nämlich die Frage auftut oder logischerweise stellt, naja, warum sollte denn dann in solch einem schärferen Abwärtsimpuls sollten Käufer auftreten? Warum sollte das nicht eine eventuelle Spirale geben vielleicht, die sich dann immer schneller beginnt zu drehen und wo wir dann vielleicht
halt diese möglichen Crash-Szenarien sehen und eben sehr, sehr substanziell unter Druck geraten. Ich denke, dass man dort relativ frühzeitig eventuell sogar intervenieren wird. Das wird sich nicht ewig aufrechterhalten, aber man sollte es im Hinterkopf behalten, auch im Hinblick eben auf die statistischen Betrachtungen, die eher dafür sprechen, dass wir nach dieser bisherigen Performance eher weiter uns bullisch präsentieren und eher unwahrscheinlich ein solches Szenario zu sehen bekommen, wie beispielsweise 1987, was eben hier als einziges negatives Event herausragt an dieser Stelle. So, ja, das zum Equities-Bereich. Zum Glück konnten wir heute mal ein bisschen mehr dann in diesem Zusammenhang hier zu DAX, S&P, Nasdaq und dem übergeordneten Bild eben tatsächlich noch präsentieren, weil die Einzeltitel, die sind alles andere als attraktiv. Wir haben gestern Skills ja zum Thema gemacht. Das will ich nochmal ganz kurz aufgreifen. Das war der einzige Titel, der da vielleicht auch von Interesse eben tatsächlich gestern war. Wir haben in dem Zusammenhang die 12 zum Thema gemacht. Das Interessante war, dass die 12 hier unterschritten wurde, relativ zügig nach der Markteröffnung, dass wir in Richtung 11,70 verkauft worden sind, allerdings dann relativ zügig im Bounce gesehen haben. Also eventuell hat sich in irgendeiner Form kurzzeitig die Möglichkeit ergeben. Also ich hatte Skills zwar irgendwie auf dem Schirm, mein Hauptfokus lag aber auf CHPT, auf ChargePoint an der Stelle. Es kam eben zu einem kurzen Flush-Szenario, aber wirklich ein Intraday-Trend mit Ziel bis in Richtung 11 ist eben ausgeblieben. Wir pendeln hier eher seitwärts aus, driften eher sogar nach oben. Alles in allem bleibt auf jeden Fall diese Region um 12,80, 13 potenziell von Interesse. Also das heißt, dass gestern von mir thematisierte Szenario bleibt in Play oder bleibt aktiv, solange wir unterhalb von 12,80, 13 eben handeln. Man sollte aber auch hier nicht erwarten, dass eben das stark jetzt volatil wird in den Wochenschluss hinein. Also man sollte da ein bisschen Vorsicht walten lassen, eventuell eher sagen, lassen wir gut sein heute, auch Montag lassen wir gut sein. Ab nächste Woche Dienstag werden die Karten neu gemischt und dann schauen wir einfach mal, ausgehend von den dann verfügbaren Informationen rund um eben entsprechend die Non-Farm Payrolls, vielleicht ersten kann Indikation hier seitens dann auch der Futures-Märkte, in welche Richtung da eher die Tendenz geht, dass wir das dann eben als Information nutzen, um unsere Trade-Hypothesen für die kommende Woche eben tatsächlich zu formulieren. Wohler-technisch sollten Equities sehr, sehr ruhig aus der Woche eben tatsächlich laufen. Auch, ich kann das hier nochmal ganz kurz zeigen, hier Wirtschaftsdatenkalender, nix da. Also Broadcom vielleicht könnte interessant sein, Hewlett-Packard eventuell. Ich weiß aber ehrlich gesprochen noch nicht mal, wie die jetzt veröffentlicht haben. Habe das gestern also komplett so ein bisschen von der Agenda eben tatsächlich geschoben. Ich glaube auch nicht, dass selbst, wenn es wirklich brisant gewesen wäre, dann wäre es mir mittlerweile bekannt, denn dann wäre es auf jeden Fall in irgendeiner Form thematisiert worden im sozialen Medienbereich und das scheint nicht der Fall zu sein. So, blicken wir auf Gold, auch hier Situation unverändert zu gestern, aber wir wollen dennoch ein Szenario skizzieren natürlich, ausgehend von den NFPs, also weiterhin sehr, sehr niedrig volatiles Umfeld, aber das ist eventuell die Kontraktion, bevor es dann zu einer Expansion kommt. So, also wir sehen weiterhin Konsolidierung oberhalb von 1800 US-Dollar pro Feinunze, wir handeln weiter unterhalb dieses brisanten Bereichs hier um 1830, 1835 US-Dollar pro Feinunze. Die Frage der Fragen, jetzt kommt der Breakout oder kommt der nicht? Jetzt musste ich ganz kurz überlegen, wie ich das am besten ausdrücke. Also, am ehesten scheint mir derzeit das Szenario, dass vielleicht, wenn überhaupt, kurzzeitig Wohler reinkommt, es vielleicht einen kleinen Spike nach oben oder unten eben tatsächlich gibt, aber dass wir aus oder innerhalb dieser Konsolidierung eben wahrscheinlich die Woche beschließen. Sollte es zu einem Print kommen, ganz besonders einem solchen mit einer Arbeitslosenquote von 5,0, vielleicht sogar 4,9% und wir die Erwartungshaltung von 5,2% hier deutlich unterschreiten, dann ist es in dem Zusammenhang sicherlich spannend zu sehen, wie Gold in Relation dazu reagiert. Also sollte ein solcher Print stattfinden, dann erinnern wir uns an den letzten Monat, da gab es
hier einen relativ scharfen Push auf der Unterseite, der dann folgte in diesem Flash Crash am darauffolgenden Montag. Das ist natürlich durchaus ein Szenario, das sollte nicht unterschätzt werden. Nicht, dass es jetzt garantiert nochmal so kommt, aber das ist ein definitives Szenario, was in Betracht gezogen werden sollte, weil wir eben jetzt in den Wochenschluss hinein nicht nur sehr dünn werden, sondern auch ein ganz dünnes Umfeld eben dann zu Beginn des nächsten, der nächsten Handelswoche haben durch den Labor Day. Also das heißt, wir haben verkürzten Handel, der uns hier bevorsteht. Das heißt also, im Future-Bereich wird zwar getradet, aber eben verkürzt und infolgedessen wird es schon entsprechende niedrige Volatilität über Volumina geben. Das bedeutet also, da besteht durchaus das Risiko, dass es erneut solch ein Szenario gibt. Was aber jetzt natürlich spannend ist, ist in diesem Zusammenhang, wir haben aus dem Vormonat ja eine entsprechende Idee, wie Gold darauf reagieren könnte, auf einen starken Arbeitsmarkt, oder eigentlich sollte, nachvollziehbarerweise. Das hat sofort eben zu Spikes in Zinsen geführt, ganz kurz zur Erinnerung. Ich will das mal ganz kurz hier zeigen. Letzten Monat, als die Zahlen veröffentlicht worden sind, das war hier, gab es einen sehr, sehr deutlichen Push in den Zinsen auf der Oberseite. Wir haben es hier zu sehen bekommen, da diese Kerze am 6. August an dieser Stelle. Wir sind von 1,22% in der Spitze auf über 1,3% gesprungen. Also das sieht nicht viel aus, das sind 8 Basispunkte, aber das ist auf jeden Fall etwas, was eben diesen Flush in Gold auf der Unterseite initial nach sich gezogen hat und wo es dann auch diesen Flash Crash eben am Montag gab. Und nunmehr ist es einfach so, das war die Spekulation auf dann eventuellen Taper in Jackson Hole. Jetzt gucken wir einfach mal, wie sich heute die Zahlen präsentieren. Jackson Hole hat gesagt, der Fokus liegt auf dem Arbeitsmarkt. Darüber hinausgehend ist nicht weiter mehr passiert. Sprich also anders formuliert, wenn die Zahlen jetzt erneut so outperformen und die ADP-Zahlen so konterkarieren, die wir zu sehen bekommen haben, dann ist es nunmehr einfach so, dann würden wir natürlich erwarten, dass es hier einen Flush auf der Unterseite gibt und eine Attacke auf die 1770, 775er Region an der Stelle, also das Tief dieser Konsolidierungszone, die dann das Bild entsprechend negieren würde, nicht unbedingt, aber zumindest mal eintrüben würde und nochmal die 1750 in den Mittelpunkt des Geschehens rückt. Sehen wir jetzt einen solchen Jobs Report, wirklich einen Print, der die Erwartungshaltung übertrifft, dann haben wir natürlich ein Szenario, wo just in dem Fall, wenn dieser Flush ausbleibt, sich das als relative Stärke in Gold interpretieren ließe. Also sprich anders formuliert, wenn wir starke Zahlen sehen und infolgedessen eigentlich einen Push auf der Unterseite erwarten würden, durch einen kurzen Spike in den Zinsen auf der Oberseite, vielleicht wir kurzzeitig nach unten wegflaschen, unter die 1800er Marke und dann aber sofort ein Rebid sehen und wieder über 1800 gehalten werden, beziehungsweise auf dieses Ausgangsniveau um 1810, 1815, dann würde ich das tatsächlich als stark interpretieren. Und dann wäre in diesem Zusammenhang in den kommenden Tagen, nicht unbedingt heute, auch nicht unbedingt nächste Woche am Montag, aber dann eben kommende Woche ab Dienstag, wäre realistisch mit einer Attacke eben auf die 1830 und noch einen Bruch höher tatsächlich zu rechnen. Und da wäre durchaus noch weiteres bullisches Potenzial, was freigesetzt werden könnte, eventuell ganz besonders dann, wenn die Fed keinerlei Taper oder sonst dergleichen eben kommuniziert, auch nicht zwischen den Zeilen durchscheinen lässt oder sonst dergleichen, am 22., welches dann eben hier Potenzial in Richtung der 1900er Region in der Lage ist, auf den Weg zu bringen. Silber immer so kleiner als leicht volatilerer Kandidat an dieser Stelle, haben wir natürlich eine sehr, sehr interessante Inflection, die sich auch jetzt schon hier heute herauskristallisiert, beziehungsweise die nach dem Push in Anführungsstrichen über diesen Bereich, jetzt über den Nachthandel, wir sind gestern hier stärker unter Druck geraten, ich will es nicht überbewerten, also wir haben hier, das ist ein 5-Minuten-Chart, wir sind aus Gefilden um roundabout 24.20, 24.10 mal kurz unter das 24er-Level gerutscht hier an dieser Stelle nachmittags und haben dann eben jetzt diese 23.90er Region eben zurückerobern können. Also wir wollen da nicht zu sehr in den Mikrokosmos vorgehen oder vortreten oder eintreten an dieser Stelle. Das bleibt natürlich das Key-Level, also das heißt der Bereich um 24, vielleicht ein Stück tiefer, 23,90, sollten wir einen Schluss darunter zu sehen bekommen, wäre das eher ein bärisches Signal. Auf der Kehrseite, auch hier, Szenario, NFPs überzeugen, kurzer Flash nochmal auf der Unterseite, aber wir können deutlich hier vielleicht sogar die Tiefs von gestern um 23,80 eben halten, unterschreiten diese nicht, werden zurück in Richtung oder oberhalb von 24 dann wieder gehandelt und gehen aus der Woche, dann wäre das ebenfalls ein potenziell bullisches Szenario, was die Wahrscheinlichkeit erhöhte, dass es in der kommenden Woche eine Attacke auf und auch eine Eroberung der 24,50er Region gibt mit einem weiteren Aufschlagspotenzial in Richtung 25 und höher.
So, das zum Gold- und Silbermarkt. Hier werfen wir einen kurzen Blick mal auf den Euro-US-Dollar. Wir hangeln uns nach oben. Ich überlege gerade, soll ich die mal hier zweckentfremden? Ja, warum eigentlich nicht? Ich nehme jetzt diese Schulterkopf-Schulterformation hier erstmal raus und nutze mal hier. So, nutze mal hier den Kollegen, um den Aufwärtstrendkanal hier auf Stundenbasis auszuzeichnen. Auch der US-Dollar natürlich von Interesse, denn besonders gegenüber dem Euro eventuell, denn wir sind natürlich jetzt ausgehend von dieser 1,16er Region verhältnismäßig weit gelaufen. Also Initialzündung für diesen Push höher war mit Sicherheit hier letzte Woche Jackson Hole, resultierend dann in der Eroberung der 1,18er Region zum Wochenstart. Und von dort haben wir uns eben oberhalb von diesem Niveau stabilisieren können, innerhalb dieses aufwärtstrendenden Kanals, und sind dann jetzt bis 18,70 weiter vorgeprescht, in Anführungsstrichen. Also der Euro zeigt sich im derzeitigen Umfeld verhältnismäßig gut oder stabil. Nichtsdestotrotz, alles, was unterhalb von 1,19 stattfindet, ist eher bärisch einzuschätzen. Also das heißt, eine Rückeroberung hier dieses Bereiches, Schlusskurs oberhalb von 1,19, ist natürlich essentiell wichtig. Die Wahrscheinlichkeit dafür würde natürlich just in jedem Moment steigen, wenn eben der US-Dollar-Abgabedruck sieht in den Wochenschluss. Das wäre weniger Euro stärker als eher US-Dollar-Schwäche an der Stelle. Sollten eben die Non-Farm Payrolls nicht überzeugen. Das ist auch natürlich ein Szenario, was wir berücksichtigen sollten. Sollten die überzeugen, so ähnlich wie gerade für Gold skizziert, aber sollte der US-Dollar darauf nicht positiv reagieren, weil zum Beispiel der Spike in Zinsen ausbleibt, beziehungsweise eben die Nachfrage nach US-Dollar, das sich ausweitende Zinsdifferenzial hier nicht US-Dollar-Stärke oder Kapital. Kapitalflüsse in den US-Dollar nach sich ziehen, dann ist das auf jeden Fall etwas, was hier nicht nur eine Rückeroberung der 1,19 denkbar macht, sondern sogar dann denkbar werden lässt, dass wir in der kommenden Woche vielleicht sogar bis in Gefilde um 1,20 vorstoßen. Das würde natürlich Hand in Hand gehen mit zeitgleich auch Aufschlägen beispielsweise in Gold. Also ausgehend von dem klaren technischen Bild in Gold und auch dem Gold eigentlich eher favorisierenden globalen makroökonomischen Ausblick, wäre mein Kandidat eher Gold Long in solch einem Szenario als hier Euro-US-Dollar Long bzw. US-Dollar Short. Eben weil ich den Euro nicht als sonderlich stark erachte. Und eher glaube, dass da zeitnah ein ziemlicher Flash auf der Unterseite stattfindet. Ganz besonders just in jenem Moment, wenn sich eben beginnt, eventuell die politische Landkarte in Anführungsstrichen deutlich einzutrüben. Also das gilt besonders eben für Deutschland, die politischen Entwicklungen hier, die sich hier abzeichnen, sei es jetzt, dass es dann eine Linksregierung in Anführungsstrichen gibt, also Rot-Rot-Grün wird. Wobei, soweit müsste es ja tatsächlich erstmal kommen. Allerdings muss ich dann wiederum auf der Kehrseite sagen, ich wüsste nicht, warum ich den Ausführungen oder Spekulationen in irgendeiner Form trauen sollte, wonach ja Herr Scholz nicht mit der Linken koalieren würde. Ehrlich gesprochen muss man vielleicht sogar sagen, das wäre noch das günstigste Szenario, denn es würde tatsächlich beinhalten, es gibt eine regierungsfähige Mehrheit. Denn ich bin immer noch fest davon, fast schon überzeugt, ehrlich gesprochen, dass wir am, ich glaube, der 26. ist es, ne? Das Wochenende, ganz kurz. Ja, ich glaube, dass wir am 26. erstaunt feststellen werden, dass diese ganzen Umfrageergebnisse, die man jetzt zu sehen bekommt, dass diese eventuell aus dem Hut gezaubert sind und nicht das abbilden, was sich in der breiten Bevölkerung widerspiegelt. Also man muss ganz ehrlich ja sagen, ich kann ehrlich gesagt überhaupt gar nicht nachvollziehen, wo diese Entwicklung gerade hier in Deutschland herkommt. Wir hatten noch bei der SPD eine Partei vor, glaube ich, 6 Monaten oder so, die stand bei 12%. Da gab es schon den einen oder anderen, der die Frage aufgeworfen hat, ob die nicht bei der nächsten Bundestagswahl einstellig sind. Jetzt sollen sie angeblich den Kanzler stellen. Also infolge dieser Spekulation, die jetzt maximal ein halbes Jahr alt ist, hatten wir sogar Diskussionen in den Mainstream-Medien, soweit ich mich erinnere, wonach überhaupt der Hochmut, die Arroganz kommt, seitens der SPD einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Beziehungsweise, so aggressiv hat man es, glaube ich, nicht formuliert, aber man hat zeitgleich die Frage aufgeworfen, dass die zu dem Zeitpunkt, ausgehend von den Umfrageergebnissen, gleich starke Kraft FDP keinen Kanzlerkandidaten stellt. Also der ein oder andere erinnert sich vielleicht, weil so lange ist es noch nicht her, dass diese Partei jetzt plötzlich die stärkste Partei im Bundestag sein soll und ihre Umfrageergebnisse darauf hindeuten, dass sie sich innerhalb von 6 Monaten verdoppelt. Man muss sich schon die Frage stellen, warum eigentlich? Also man stellt sich wirklich jetzt als kritisch denkender
eigenständig denkender Mensch, schon sicherlich die Frage, wo kommen jetzt eigentlich die Stimmen her für die SPD an dieser Stelle? Also ja, ich bin überrascht, ehrlich gesprochen, und ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell, was heißt nichts mit rechten, nicht mit alles mit rechten Dingen zugeht, aber es mutet irgendwie komisch an jedenfalls. Also irgendwie ist das nicht unbedingt das, was sich widerspiegelt innerhalb dessen, wenn man sich einfach mal mit anderen Menschen unterhält in diesem Zusammenhang, sofern man überhaupt noch über Politik spricht in irgendeiner Form. Warum ist das ein Thema? Warum ist das interessant? Warum sollten wir es im Hinterkopf behalten, auch bezogen auf die Märkte? Deswegen, weil Deutschland die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist und weil neben Deutschland Frankreich auch nächstes Jahr im April wählt und sich hier auch die Frage stellt, wie viel Zuspruch beispielsweise ein Herr Macron haben wird oder ob dort nicht eventuell ebenfalls sich ein eher eurokritisches Bündnis, welches eher im rechtskonservativen Bereich dann auch seine Heimat findet, unter einer Führung von Marine Le Pen und dem Front National eben wiederfindet, die ja durchaus einigen Zuspruch eben auch der bürgerlichen Mitte mittlerweile erfährt, also weil sie in Art, Rebranding ist es nicht, aber eine Umstrukturierung der Partei wohl auf den Weg gebracht hat und somit auch die bürgerliche Mitte eben tatsächlich erreicht. Also das ist durchaus etwas, was man im Hinterkopf behalten sollte und weswegen ich auch für die, das ist jetzt weniger eigentlich eine Intraday-Betrachtung, aber weswegen ich eben auch für die nächsten 6 bis 12 Monate für den Euro zum US-Dollar trotz der jüngsten Gegenbewegung jetzt hier stattgefunden hat, eher skeptisch bin und eher eigentlich den Euro-US-Dollar deutlich unterhalb von 1,16 erwarte. Also das ist natürlich jetzt sehr in der Glaskugel geschaut und durchaus ein Szenario, was dann auch relativ zügig ad acta gelegt werden könnte, allerspätestens beispielsweise, wenn wir zügig über die 1,20 zurücklaufen, weil sich zum Beispiel seitens der Fed keiner in die Richtung bewegt, dass es hier einen Taper beispielsweise gibt oder dergleichen oder einen restriktiveren geldpolitischen Kurs nur in Aussicht gestellt wird wenigstens. Aber durchaus etwas, was man als längerfristiger Euro-Investor vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Kurzfristig, wie gesagt, diese Region, potenzielle Widerstandsregion 1880, 1,19 als Deckel in Anführungsstrichen, relativ weit gelaufen, relativ stark ausgehend von den Tiefs, die eben hier noch vor rund 2 Wochen markiert worden sind. Obere Aufwärtstrendkanalbegrenzung könnte man sagen, ja, ein Pull-in Richtung der 1,1840 vielleicht, auch Drop, vielleicht aus diesem Kanal raus, ist durchaus ein Szenario, vielleicht sogar in Richtung der 1,18er Region, infolge starker NFPs, ist ein Szenario, welches eben durchaus möglich ist. Aber nochmal, hauptsächlich würde ich mich hier in diesem Bereich, wenn ich auf den US-Dollar spekulieren würde, an der Stelle eher in einem negativ korrelierten Trade, also gegen den US-Dollar, dann entsprechend bullisch für Gold positionieren würde, auch deswegen, weil das charttechnische Bild da einfach klarer ist, sauberer ist einfach. Und ja. British Pfund, ebenfalls mit einer Gegenbewegung, ausgehend hier von der 1,36er Region, ebenfalls sich in einem potenziellen Aufwärtstrend bewegend. Guck mal ganz kurz, dass ich auch diese Linie mal ganz kurz hier zweckentfremde. Das ist volatilitätstechnisch eventuell nochmal wesentlich interessanter. So. Wir sehen auch, da haben wir vielleicht sogar noch ein bisschen Platz auf der Oberseite. Durchaus für einen Push in Richtung der 1,39er Region, der sich da abzeichnen könnte. Auch hier allerdings, man kann es sehen, wir traden innerhalb einer relativ breiten Range. Und wahrscheinlich allerspätestens um 1,40 sollte dieser Bereich um 1,39 überhaupt erreicht werden können, ist eventuell eher wieder mit einem Bounce in Richtung zurück der 1,36er Region zu rechnen und dieses Verharren dann innerhalb dieses range-gebundenen Umfelds, in dem wir uns hier bewegen, trading-technisch wie gesagt nicht wirklich interessant, wenigstens aber noch interessanter ausgehend von der erhöhten Intraday-Volatilität als das, was uns der Euro-US-Dollar eben tatsächlich bietet. Und final nochmal ganz kurz hier im Blick auf Bitcoin. So, diesen Trend, diesen Modus hatten wir gestern zum Thema gemacht. Da habe ich die Linie noch stehen lassen an dieser Stelle. Da kann man sehen, kurzer Flash hat tatsächlich stattgefunden. Heute Nacht ist der auf den Weg gebracht worden, ja. Heute Nacht, wir konnten allerdings dann, oder wir sehen jetzt, Quick Rebit. Wir hatten diese Region hier zum Thema gemacht, glaube ich, ne? 49.000 49.000 als Einstiegsregion, ganz genau. Ein bisschen überschossen, dünnes Umfeld heute Nacht.
Aber der Stop hier, der liegt in dem gestrichelten Bereich bei 48, also 49 sind die 1000 Dollar. Der läuft aktuell an, dieser Gedanke, wie man hier erkennen kann. Und ja, das Ziel eines solchen Trade-Szenarios, wie gesagt, 15.300 beziehungsweise Break hier über die 15.350 eben hier, also Markierung neuer Hochs und aktiviert dann auch, wie gestern schon thematisiert, die Region potenziell vielleicht sogar um 55.000. Also das ist weiterhin eine extrem stark bullische Vorstellung hier. Heute Nacht durch diesen Flush auf die 49 kurz drunter, eben dieser Trade-Gedanke von gestern gefüllt worden. Hat ein bisschen gedauert, aber nichtsdestotrotz. Hier an der Stelle ist Geduld eben eine Tugend gewesen. Und wie gesagt, jetzt haben wir ein relativ klares Szenario eigentlich, wo wir sagen, wir wissen, was wir sehen wollen. Wir wollen den Break auf höhere Hoch sehen. Wenn das nicht gelingen sollte, kann man hier tatsächlich schon eventuell sogar legitim den Stop mittlerweile schon auf Fast Break-Even trailen. Wenn man das Risiko initial schon verdient, also 49, wenn wir den Long gehen, gegen den Bereich liegen wir schon 1200 Dollar ungehebelt jetzt vorne für einen Bitcoin in Anführungsstrichen, hat ein initial tausender Risiko, also das Risk ist verdient und wir haben jetzt hier auch so ein kleines Zwischentief innerhalb dieser Struktur ausgebildet, was uns sogar die Möglichkeit bietet, den Stop eben entsprechend nachzuziehen und dann uns zurückzulehnen und einfach mal so schauen, ob es zu dem Break höher kommt. Wochenende steht auch hier vor der Tür. Das Interessante ist im Hinblick von Bitcoin, dass wir natürlich ein Asset haben, was 24 Stunden, 7 Tage die Woche gehandelt wird. Übers Wochenende könnte durch einen entsprechenden Hype, auch das haben wir schon häufiger gesehen, plötzlich eine Spekulation nochmal auffachen. Wir haben jüngst jetzt eine Ethereum-Diskussion in der Frühstück gesehen oder Ethereum, welches eben sehr aktiv auch zum Thema gemacht worden ist. Es kann also durchaus sein, dass hier sich ein richtig stark bullischer Schub tief über die 50.000er Marke übers Wochenende abzeichnet. Ja, und wir haben im Grunde genommen eben unseren Trade entsprechend schon bereits gemanagt. Lassen wir die Linie einfach mal so stehen, gucken wir uns am Montag nochmal an. Ich habe jetzt hier nochmal ganz kurz final vielleicht den Blick auf Ethereum. Auch da offensichtlich, da sehen wir schon hier ab 10:40 Uhr wieder. Von 3.800 sind wir jetzt über 3.900 Dollar, also die 4.000er-Marke, die da auch in sozialen Medien sehr aktiv diskutiert worden ist, rückt hier in den Mittelpunkt des Geschehens. Auch hier mal kurz überlegen, hatten wir das gestern zum Thema? Ja, ich hatte dieses Bounce-Szenario, ne? 4.000 und hatte gesagt, eventuell kommt es gegen diese zu einer stärkeren Widerstandsregion. Das würde natürlich jetzt, wäre konträr zu dem, was ich zu Bitcoin gesagt habe, wenn ich diesen Follow-through in Bitcoin sehe. Die beiden sind natürlich durch den Umstand, beide im Kryptobereich sehr aktiv thematisiert zu sein, positiv zueinander korreliert. Also hier favorisiere ich dann eher das Szenario, dass es dort zur vielleicht sogar Markierung neuer Allzeithochs zeitnah eben reicht, weil das nämlich dann auch begünstigen würde, dass sich dieses bullische Szenario in Gold eben herauskristallisiert. Was ich hier jetzt gestern begonnen hat herauszukristallisieren, ist eben auch eine sehr, sehr saubere Trading Range an dieser Stelle, die man hätte auch, also diesen Breakout traden können. Zwischen roundabout 3,7 und 3,8, 7,20 vielleicht, ja. Also das sind rund 100 Dollar. Oben dran gesetzt sind wir jetzt in den Zielbereich, recht zügig vorgestoßen. Also das ist auch ein Szenario, was Krypto sehr interessant werden lässt. Also für aktive Trader nicht nur die Volatilität, sondern eben auch die teilweise sehr, sehr sauberen technischen Level, die eben abgelaufen werden, durch den Umstand, dass ein Großteil der Privatanleger eben in diesem Bereich tätig ist und infolge dann relativ simpler technischer Methoden hier solche technischen Betrachtungen einfach zumindest aktuell noch, mal schauen, ob das immer so bleibt, aber eben Anwendung finden lässt. So, was wir eben hier machen können, wäre zum Beispiel, dass wir diese Range einfach nehmen und dass wir bei solch einem Ausbruch aus solch einer Range entsprechend eben hier diese Range nach oben duplizieren. Und wir sehen, dass das Schöne dabei ist, sehr dynamischer Breakout, der hier stattfindet und dann auch das Ablaufen dieses Szenarios innerhalb kürzester Zeit. Also ja, das wäre auch nochmal eine Gelegenheit gewesen, neben diesem Szenario. Wie gesagt, aktuell Szenario in Bitcoin eben Retest der 49, glaube ich, das ist das Hauptszenario, welches da aktuell für uns von Interesse ist. Ja, soweit wäre es das tatsächlich gewesen. Ich schaue das nochmal ganz kurz in die Chatbox. Okay, dann ich hoffe an der Stelle, dass ich die Frage beantwortet habe. Ich sehe gerade hier, bitte ein kurzer Blick auf Euro-US-Dollar. Das ist allerdings schon um 11:13 Uhr gewesen. Also da hatte ich auf jeden Fall einen Blick drauf geworfen. Ja, sollten weitere Fragen sein? Wie gesagt, gerne die Möglichkeit nutzen, unterhalb des Videos in der Chatbox, wer sich die Aufzeichnung jetzt anschaut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier.
Abonniert gerne den Kanal. Und meinerseits bleibt jetzt erstmal nur zu sagen, Happy Trading, passt auf die Stops auf. Seid gespannt, 14.30 Uhr heute, Non-Farm Payrolls werden veröffentlicht. Seht die Bäume nicht in den Himmel wachsen, aber eventuell ist es der Wegbereiter für anziehende Wohler. Nicht zwangsläufig am Montag, Labor Day, geänderte US-Zeiten. Das gilt auch besonders für automatisiert agierende Trader an der Stelle eben, dass ihr entsprechend eure Algos anpasst, die Expert Advisor, Handelszeiten, sofern das nötig ist. Eben, das gilt besonders für den verkürzten Handel da im Hinblick auf US-Equities. Ja, und wir hören uns wieder am Montag, 10.30 Uhr zum Morning Meeting. Also, habt ein schönes Wochenende und ich freue mich auf Montag. Bis dahin, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.